dadurch, dass die Entwickler Angst haben mussten, zu sagen, worum es eigentlich geht, haben sie sich eben irgendwelche Fantasiesachen ausgedacht. Ja, dann heißt Hitler nicht mehr Hitler, sondern Heiler und hat keinen Bart mehr. Und es geht nicht mehr um Juden, sondern um Verräter. Und das finde ich problematisch, weil dann eben tatsächlich ein Aspekt der Geschichte einfach gar nicht dargestellt wird. Ich glaube, wenn man Computerspiele ernst nimmt, sollte man auch die Benutzung von so einem Symbol erlauben. Weil es gibt ja genug Spiele, die das auch ernsthaft behandeln und die das auch in einem Kontext irgendwie einbauen, der Sinn macht und der vielleicht auch wichtig ist.